Diese Dinge solltest du auf jeden Fall vermeiden, wenn du nicht geshadowbanned werden möchtest auf TikTok, so wie ich. Heute möchte ich dir mal die Geschichte erzählen, wie ich auf TikTok geshadowbanned wurde, wie ich das überhaupt mitbekommen habe, was ich verstoßen habe und was du dringend vermeiden solltest, wenn du auf TikTok nicht geshadowbanned werden möchtest und natürlich auch, was man dagegen tun kann, wenn man denn auf TikTok geshadowbanned ist. Mein Name ist Paul von beatmaking.de und beatmaking.de ist nicht nur deine Plattform für hochqualitative Instrumentals im Internet, nein, sondern wir sind auch deine Quelle für Wissen rund um das Thema Musik, Business und generell Musik. Also ja, wie wurde ich denn überhaupt geshadowbanned? Lasst mich doch mal kurz anfangen. Ich produziere schon seit einiger Zeit Kurzvideos, sowohl auf TikTok, Instagram als auch bei YouTube Shorts und somit merke ich natürlich immer, dass wenn ein Video mega gut auf TikTok läuft, dann läuft es in den meisten Fällen auch sehr gut auf Instagram und YouTube Shorts. Die Zahlen variieren ein bisschen und manchmal sind auch Videos, wo ich mir so denke, what the fuck, warum ist das jetzt mega viral auf TikTok gegangen, aber hat überhaupt keine Klicks auf YouTube Shorts oder auch auf Instagram. Das mag daran liegen, dass die Plattformen auch von der Zielgruppe sehr unterschiedlich sind und das, was vielleicht die Leute auf Instagram anspricht, ist nicht immer das, was die Leute auf TikTok anspricht. Außerdem gibt es natürlich auch Unterschiede der verschiedenen Algorithmen. Also, lass uns doch mal kurz darüber reden, was ich denn jetzt eigentlich verbrochen habe. Und zwar habe ich ein Video hochgeladen mit dem Thema Macht Brokkoli kreativ. Die meisten von euch wissen mit Sicherheit schon, was ich hier als Synonym eigentlich gemeint habe. Das ganze Video zu diesem Thema gibt es hier auch nochmal auf YouTube. Ich bin nämlich letztes Jahr mit Pascal nach Amsterdam gefahren, um das Selbstexperiment zu machen. Und genau davon handelte eben auch dieses YouTube-Short-Video bzw. TikTok. Was ich schon vorher wusste, ist, dass es gewisse Richtlinien gibt, die wirklich sehr, sehr streng sind, sowohl bei Instagram als auch bei TikTok. Und ich habe natürlich versucht, diese möglichst zu umgehen, indem ich halt Cannabis nicht direkt gesagt habe, sondern eben das mit Brokkoli umschrieben habe. Naja, nichtsdestotrotz hat dieses Video bei mir zu einem Shadowban geführt. Dann lasst uns doch mal kurz die Punkte angucken, die ihr denn gar nicht auf TikTok sagen solltet, damit euch auf keinen Fall ein Shadowban passiert. Als erstes hätten wir Spam-Content. Was versteht man jetzt unter Spam-Content? Spam-Content ist zum Beispiel, wenn ihr das gleiche Video immer und immer wieder postet. Auf TikTok hat man ja das Gefühl, dass jeder zweite Kanal, der da mega groß ist, irgendwie Spam-Content macht, weil es immer der gleiche Song mit dem immer gleichen Tanz, nur einer anderen Location ist. Aber gut, anderes Thema. Spam ist wirklich immer die gleiche Scheiße zu posten und das wirklich in einer Frequenz, wo man schon fast denken könnte, ihr seid ein Bot. Also davon kann ich euch abraten, auch wenn ihr denkt, irgendwie ihr postet euren Song so lange, bis der viral geht, funktioniert auch nicht. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann auf jeden Fall Abo auf diesem Kanal, denn es wird in Zukunft noch einige Videos zu dem Thema geben. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist Hass, Rede und Gewalt. Ich glaube, das muss man nicht weiter erklären. Also wenn man in einem Video wirkliche Gewalt sieht, zum Beispiel irgendeine Schulhofprügelei oder wirklich auch physische Gewalt an Menschen, dann wird das natürlich und auch zu Recht geshadowbanned. Kommen wir zum nächsten Punkt. Nacktheit und zu sexy Zeug. Das ist ja so eine Sache, bei TikTok, da hat man das Gefühl, da muss man nur aufpassen, wenn man ein Mann ist. Nee, aber Spaß beiseite, solltet ihr nicht machen, aber ich denke, das ist auch jedem klar. Dann als nächstes Drogen. Und ups, ihr seht schon, da war mein Fehler. Ich habe anscheinend zu explizit über dieses Thema auf TikTok geredet, obwohl meine Intention eigentlich nur war, so ein bisschen darüber aufzuklären. Also ganz, ganz vorsichtig. Ihr könnt nicht mal eine Zigarette rauchen bei TikTok. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt Musiker seid und ihr wollt jetzt euer nächstes Video, euren nächsten Song promoten und vielleicht redet ihr da über Kiffen oder ihr redet über Alkohol, was ja, sage ich mal, im Deutschrap eigentlich irgendwie zum guten Ton mit dazu gehört, dann solltet ihr da dringend aufpassen. Also ich würde dir wirklich dazu raten, versuch wirklich solche Ausschnitte deines Songs auf TikTok zu vermeiden, weil du wirst nur geshadowbanned, du wirst dich dann darüber ärgern, dass du deine Zeit investiert hast und vielleicht auch wenn du ein Künstler bist, der sich nur mit dieser Thematik beschäftigt, dann ist vielleicht auch TikTok-Marketing einfach nicht das Richtige für dich.
Und kommen wir noch zum letzten Punkt, den du auf jeden Fall vermeiden solltest, und das sind Fake News. Ich glaube, das fällt den meisten da draußen wahrscheinlich auch relativ einfach. Ich denke, man sollte einfach grundsätzlich politisch kontroverse Themen einfach meiden. Ich meine, wenn du deine Musik promoten möchtest, dann versuch nicht einfach irgendwie dir so mit weirden Verschwörungstakes Leute ranzuholen, weil es gibt Leute, die sowas feiern, aber es wird früher oder später zum Shadowban führen, also keine gute Idee. Und was du auch nicht tun solltest, was nichts mit dem Uploaden zu tun hat, ist extrem viel zu liken und extrem vielen Leuten zu folgen und zu entfolgen. Ich weiß, einige Leute folgen sehr gerne sehr vielen anderen Leuten in der Hoffnung, dass die denen zurückfolgen und dann entfolgen die wieder und so weiter und so fort. Sowas gibt es auch in Bot-Form, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass du da nicht nur bei TikTok für geshadowbanned oder sogar gesperrt wirst, sondern auch auf Instagram. Ich habe letztes Jahr für einen Erotik-Online-Shop, nämlich Instagram-Content, gemacht. Und der jemand, mit dem ich das zusammen gemacht hat, hat tatsächlich gedacht, es wäre eine kluge Idee, einen Bot zu benutzen. Und er hat einen Shadowban bekommen. Das macht sich bei Instagram ein wenig anders bemerkbar. Wenn du möchtest, dass ich darüber nochmal ein separates Video mache, schreib es mir gerne in die Kommentare. Aber da wirklich aufpassen, es nützt auch nichts. Versucht lieber einfach organisch eure Reichweite aufzubauen und einfach mal so ein bisschen aktiver zu sein, ein paar Leute durchzuliken, ein paar relevante Hashtags, und dann folgen euch schon genug Leute. Dann lass uns jetzt mal darüber reden, wie du merkst, dass du geshadowbanned bist und wie ich gemerkt habe vor allem, dass ich geshadowbanned bin. Ich habe als letztes YouTube Short ein Video hochgeladen, wo ich darüber rede, wie viel der Rapper Tilo denn so verdient. Das ist eine Sache, wo ich mir so dachte, okay, das interessiert safe richtig viele Leute, und auf Instagram und YouTube Shorts hat es das auch, und das Video hat überdurchschnittlich viele Aufrufe auf beiden Plattformen erzeugt. Nur eben nicht auf TikTok. Auf TikTok hat das Video nicht mal 100 Views geschafft. Genauso wie die Videos davor, die eigentlich auch ganz gut auf Instagram als auch auf YouTube Shorts performt haben. Und da habe ich für mich gemerkt, warte mal, hier stimmt irgendwas nicht. Ich scheine einen Shadowban zu haben. Andere Merkmale, an denen du feststellen kannst, ob du zum Beispiel geshadowbanned bist auf TikTok, ist, wenn du kaum noch Likes oder Kommentare bekommst. Wenn du davor zum Beispiel sehr viele Likes und Kommentare bekommen hast und auf einmal, nachdem du vielleicht eins dieser kontroversen Themen angesprochen hast, plötzlich kaum noch Interaktion hast, dann bist du wahrscheinlich geshadowbanned. Und eine Sache, die du mal anhand eines Smartphones oder Accounts deines Freundes überprüfen kannst: du tauchst nicht mehr auf der For You-Page auf. Also deine Videos werden einfach nicht mehr auf der For You-Page deinen Followern angezeigt. Das ist natürlich auch eine blöde Sache und erklärt, warum du nicht mehr auftauchst. Noch ein Anhaltspunkt sind die Hashtags. Wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr spezifisches Hashtag unter deinem Video benutzt hast und mal mit einem anderen Account nachschaust, ob du denn dein eigenes Video findest, und dies nicht der Fall ist, dann ist das ein sehr wahrscheinliches Anzeichen dafür, dass du geshadowbanned bist. Jetzt denkst du vielleicht, oh nein, was soll ich tun? Genauso wie ich es mir auch dachte, als ich gemerkt habe, fuck man, ich bin geshadowbanned. Also habe ich mal so ein bisschen recherchiert und ich habe herausgefunden, dass so ein Shadowban auf TikTok in der Regel nur 14 Tage andauert und meistens verschwindet. Andere Nutzer berichten auch, dass es helfen soll, das kontroverse Video, welches wahrscheinlich den Shadowban ausgelöst hat, in meinem Fall das Brokkoli-Video, einfach zu löschen. Wirklich sicher sein, dass der Kanal danach nicht mehr geshadowbanned wird, kann man nicht. Man kann nur weiter vernünftigen Content hochladen, Content, wo TikTok merkt, okay, der hat hier einen Fehler gemacht, aber jetzt lädt er halt vernünftigen Content hoch, wir können ihn wieder entshadowbannen. Das sind die einzigen Dinge, die du tun kannst, und du kannst natürlich darauf hoffen, dass du wieder geentshadowbanned wirst. Mein Tipp an der Stelle: versuch einfach wirklich diese kontroversen Themen komplett zu vermeiden. Und wenn du Artist oder Rapper bist und sagst, hey, das gehört aber irgendwie einfach zu mir, meiner Künstlerpersona dazu, dass ich regelmäßig Leute disse, dass ich über Drogen rede, das bin ich als Künstler, dann ist das vollkommen okay. Aber dann sage ich dir hier an dieser Stelle, lass einfach TikTok als Plattform außen vor. Versuch, andere kreative Wege zu finden, dich zu vermarkten. Hier auf diesem Kanal werden wir auch noch darüber sprechen, welche Wege es gibt. Also sei nicht traurig für alle die Leute, die auch sagen generell, oh, TikTok, oh, kein Bock drauf. Macht euch da nicht so eine Platte. Ich zeige euch auch, wie ihr auf TikTok wirklich
viral gehen könnt, ohne da irgendwie zu tanzen oder so cringe Videos zu posten. Da gibt es schon einige Möglichkeiten. Ich habe auf jeden Fall aus meinem Fehler gelernt. Wenn du wissen möchtest, ob mein Shadowban jetzt weg ist und ob es wieder läuft, kannst du ja gerne mal auf TikTok vorbeischauen. Link ist in der Videobeschreibung, genauso wie Instagram. Würde mich sehr freuen, wenn du mir auch da folgst. Da werde ich mal ab und zu in den Stories in Zukunft einige Behind-the-Scenes posten. Dann hoffe ich, dass dir das Video bis hierher gefallen hat. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, hol das gerne nach, hier in der Mitte, hier findest du nochmal das Video zu dem Thema Brokkoli. Es ist wirklich sehr interessant und sehr gut recherchiert mit sehr, sehr vielen Fakten. Also guck da gerne vorbei und hier auf der anderen Seite findest du wahrscheinlich mein letztes Video, was ich hochgeladen habe. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, bis bald und ciao!